Moin, moin! Hier ist wieder euer Robin für euch. Ja, Geburtstagskonvoi von unserem lieben Rainer von KB Radio. Herzlichen Glückwunsch dir, mein Bester. Ich hoffe mal, du hast viele Geschenke bekommen. Von uns bekommst du diesen schönen Konvoi. Ja, ihr seht es auch links, 18 Leute sind aktuell hier. Für Dienstagskonvoi. Echt schön, echt gut. Ja, Abfahrt ist in 24 Minuten. So, Inflationshammer, das haben wir. Wenn ihr Stimme im Hintergrund hört, das ist der Teamspeak. Die hören mich nicht sabbeln, ihr hört quasi nur deren Wo, Stimme. Wo steht ihr denn bei ETC? Gleichmittig in dem Gleichmittig. Ja. Wer ist denn so da, schon da? Drei Leute von der AK, ein paar von der L&L. Das sind jetzt 95.982,24 Cent. Ja. Silvio hat's auch so wie wir. Ach so. Jetzt haut er wieder ab. Ja, aber Dan hat's bestimmt jetzt, pass mal auf. Ja, was gibt's sonst zu erzählen? Wenn ihr dieses Video seht, müsste ungefähr Mitte, Ende August sein. Ja, dann ist der Konvoi natürlich schon gelaufen. Und Feiertag. Aber klar, das machen wir auch noch. Ich denke mal. Aber wir haben es ja auf dem Sonntag. Ja, er hat mich angeflüstert, ich soll ihm folgen, aber nee. Wir sind aktuell hier. Na? Wir sind in Island. Nochmal 3.000 Euro. Wir sind quasi hier unten. Ist da Kollision? Nein, hier ist komplett noch. Und wenn wir die offizielle Route fahren. Achso, dann kann ich ja dann den Bogen machen und dann. Ja, ja, das nur nicht gegen den Metallpfeiler fahren. Da hast du Collision. Und den Trailer wahrscheinlich auch. Ich da schon war. Nee, die Trailer haben keine. Da kannst du durchfahren. Okay. Ich glaube, hier oben war ich schon mal. Aber, wenn du mal bei mir schaust. Der Trailer schaut eigentlich gleich aus wie bei dir, nur hinten, das ist so komisch. Und bestimmt daran liegen, dass ich eine andere Firma habe von Auflieger. Ach so. Ja, aber ist denn die Farbe nicht trotzdem gleich? Ich hätte was geschickt. Guck mal, die Farbe müssen wir nochmal ändern in so einem. Für uns. So, einmal mit Schwung. Also, wenn dann schon richtig jetzt, ne? Jo. Nee, warte, da muss ich weiter vorne, dann wieder zurück. Kann ich das Gold nehmen, Bau von uns? Oh, geil. Na, wo ist denn der Kollege? Der Evil Fellow. Da rollt er ganz langsam hat hinter meiner Cam. Hat das einer von uns auch noch? Ja, guck mal, das sind schon drei Holger, ne? Das muss ich jetzt mal auf drei ändern, alles. Ja, und Silvio ist gerade nochmal zur Werkstatt gefahren. Ach nee, was mache ich denn? Ja, wenn eure Wahlen vorbei sind und beziehungsweise. Oma, wo bist ich hab ja mal Urlaub. Dann werden wir nämlich mal im Urlaub ja mal so ein bisschen rückwärtsfahren üben. Ja, das wäre gut. Nee, ich wollte eigentlich nur da einpacken. Guten Tag. So, hallo. Guten Tag, Rainer. Guten Tag. Erstmal jetzt direkt live im Original. Herzlichen Glückwunsch, ne? You. Ja, danke, danke. Ich höre auf zu singen, ist okay. Holger, mach das. Weiter. Mikrofon muted. Aber danke, Robin. Mikrofon activated. Ich bin mitten in der Aufnahme, das hört jetzt jeder, aber das ist mir egal, Rainer. Ja, das macht nix. Dann musst du ja deine Stream-Leute ja mitleben. Ah, Rainer, ist ja wohl. Machst du ja noch ein bisschen Arbeit vor dir, wa? Wieso? Naja,
Die Lackierung auf der Homepage? Ja, oder eigentlich das Erste, was man hätte ändern sollen. Nur ich weiß gar nicht, wo ich als Erstes anfangen soll. Ich hatte ja gestern schon mal gesagt, ich muss jetzt erstmal sehen, dass ich die ganzen zerschossenen Homepages erstmal wieder neu aufsetze. Wie gesagt, ich habe auf mehreren Homepages, die ich betreue, habe ich, also nicht ich, aber die Serveranbieter hatten da Hackerangriffe. Ui. Und die haben überall Skripte implementiert und betroffen ist tatsächlich hauptsächlich WordPress. Die haben da wieder eine Sicherheitslücke entdeckt. DDoS-Angriffe oder wie? Nee, DDoS nicht. Die implementieren auf deinem Server Skripte. Also das heißt, die kriegen durch irgendein Schlupfloch kriegen die Zugang auf deinen Server und dann können die Dateien da einfach reinladen. Ach, deswegen habe ich dann manchmal bei diesen WordPress-Homepages auch eine automatische Weiterleitung irgendwo hin. Genau. Genau, richtig. Das war bei Rex ist es ja auch. Ja, genau. Ja. Das war ja das Rainer damals, wo ich dir gesagt habe, ich werde da auf eine andere Seite weitergeleitet manchmal. Ja, genau. Und Rex ist davon tatsächlich auch betroffen, ja. Und wie gesagt, die Skripte kriegst du auch nicht wieder raus. Ne? Also ich habe jetzt auch von dem Serveranbieter glücklicherweise eine Liste bekommen mit den schadhaften Skripten tatsächlich. Aber wie gesagt, da musst du wirklich PHP-Programmierer sein, sonst kriegst du das nie wieder weg. Dafür reichen meine Kenntnisse definitiv nicht. Mann, aber füllt sich langsam, ne, Rainer? Ja, das ist beachtlich. Wie viel haben wir jetzt? Was haben wir jetzt im Tab hier? 20 Leute. Oh, gut. Ah ja. Ah, Evil, das war aber auch normal, ne? Ja, ich habe gerade schon zu Evil gesagt gehabt, wenn ich jetzt den nächsten Urlaub habe, dann werde ich mich dann mal mit dem ransetzen, dann kriegt er Crashkurs rückwärts fahren. Genau. Aber für Robin auch, ne? Ja, für Robin auch. Da werden sie anschließend die Augen zu machen können und parken das Ding rückwärts ein. Weiter Vorfahr. Servus. Servus, André. Hallo. Wo begeht 2 Jahre TÜV? Genau. Begeht aber kein TÜV. Ja, weil Lichttest nicht bestanden. Ja. Und André, wie schaut's aus? Warm. Ich auch nicht. Warm ist relativ. Ich kann dir eine Scheibe abschneiden und die auch mal hochschicken mit Wärme. Was macht man natürlich so als bei 30 Grad? Richtig Suppe kochen. Du bist doch bekloppt, oder? Ja, ich bin behindert. Ehrlich gesagt, da habe ich mal wieder richtig Bock drauf. Oh, guck mal, Ben ist auch wieder da. Mit feinstem Hut. Hut. Achso, Rainer. Quatsch, ja. André. Hm. Es sind keine 9 Emotes, es sind 13 Emotes, die ich brauche. Ja, ich bin da schon bei. Ja, weil ich habe gesehen gehabt, ich habe ja noch 4 Plätze frei. Ja. Und max 3 Icons dürfen als animierte Icons nur sein, ne? Mehr Plätze habe ich da nicht. Bei Twitch, ne? Ja. Also 3 animierte Max und der Rest dann dementsprechend normal. Ich glaube, ich das so wie es ist, wenn das so weitergeht mit Twitch. Denn, ja. Was denn? Was denn? Ja, die haben doch die Richtlinien geändert. Und für Leute, die wenig Abonnenten haben, ist das noch unrelevant. Aber also laut den neuen Nutzungsbedingungen
gibt es bei mir keine Änderung. Es bleibt alles so, wie es ist. Ja, ist richtig. Aber wenn du später zum Beispiel mal Werbung schalten willst... nö. Werbung läuft ja bei mir sowieso. Wollte ich sagen. Weil durch die... Von Twitch ist ja richtig. Ja, weil durch die Werbung habe ich ja noch einen kleinen Zusatzverdienst. Aber ich glaube, André meinte, glaube ich, gerade, wenn du selber Werbung machst. Also richtig, irgendwie, weiß ich nicht, du machst jetzt irgendwie eine Marke und das machst du als Werbung. Genau. Ach so, das meinst du, das sind oder dich jemand sponsort, ne? Kann ja auch sein, ne? Genau. Ja, das ist so ambitioniert bin ich sowieso nicht bei Twitch. Noch nicht. Nee, vor allen Dingen dazu muss er erstmal Minimum Partner werden. Das ist ein ganz, ganz weiter Weg, bis ich da hinkomme. Aber so ambitioniert bin ich nicht. Ich stream halt eben nur aus Just for Fun. Wer da ist, ist da. Und wer nicht da ist, der guckt nicht zu. Ganz einfach. Es gehen im Moment viele Streamer rüber zu Kick, ne? Zu wen? Zu Kick. Kick gehe ich auch ab und zu hin. Ja, Klamotten kaufen. Ja. Das eigentlich sieht auch genauso aus wie Twitch tatsächlich. Ist nur grün, neongrün. Und ja, die Streamer können halt viel mehr Geld behalten, so, ne? Wie gesagt, für uns noch unrelevant, aber die großen Streamer, die überlegen sich das jetzt dreimal, ne? Ja, ist klar, ne? Ist logisch. Hab ich dir gerade mal geschickt, Holger. Ja, ja, aber die großen Streamer, die sind ja... Ich meine, ich finde es eigentlich auch nicht schlecht, dass die großen Streamer gehen, weil dann haben nämlich die kleinen mehr. Weil bei Twitch ist es ja so, wenn ein großer Streamer online geht und der hat nicht genug Ressourcen, klauen sie das nämlich von den Kleinen. Der Kleine hat dann ewig die Streamerbrüche. Aber das... Ja. Halt, stopp! Jetzt rede ich. hättet ihr was dagegen, da wir warte mal, ich guck mal in den TS rein, da wir 23 Leute sind, habt ihr was dagegen, wenn wir alle in einem Kanal sitzen? Nö. Mikrofon aktiviert. Wenn nicht alle durcheinander quatschen. Also ich möchte gerne alleine bleiben, dann würde ich gleich hier unten, würde ich gerne hier oben dann alleine in Asphalt King sitzen. Mir ist das halt auch zu viel. Ja gut, okay, ich frag mal eben weiter. Ich komme gleich wieder. Jo. Guten Abend. Achso. Voraussetzung ist halt, wie gesagt, dass die nicht alle durcheinander quatschen. Ja. Also wenn die nicht durcheinander quatschen, ist es okay. Ja gut, aber das kannst du nicht immer beeinflussen, ne? Aber wir haben doch gesagt, ab 15 Leute, 20 Leute, eher nicht. Durch Mischung. Wie sieht jetzt... einfach. Ja. Heul leise schon teil. Einfach fragen. Ich meine, es ist ja noch im Rahmen des Erträglichen, was ist ja gerade hier ist. Außerdem ist es für deine komischen Zuschauer, die freuen sich darüber alle. Genau. So, ich komme gleich wieder. Jo. Wir machen das alles nur für deine Aufnahme. Ach, ganz ehrlich... Wenn ihr wüsstet, wie ich aussehe aktuell in der Aufnahme, dann das ist Klick schon wert. Nee, lass mal, ich warte lieber freiwillig bis Halloween. Ja, deswegen ja. Holger, aber das mit Klick, das ist momentan nur eine Beta. Auch. Ja, ich hab's mir gerade mal unter Favoriten gespeichert. Hier werde ich mir morgen Nachmittag in der Feier mal ein bisschen angucken, genauer angucken. Aber so, jetzt die erste aufmachen, so auf den schnellen Blick. Sitzt ja nicht schlecht aus. Wie gesagt, die großen Streamer, die kriegen dann ihre Ressourcen immer von den Kleinen. Das merkt man teilweise. Schlimm ist immer am Wochenende. Aber wenn die mehr Geld behalten? Es gibt zum Beispiel ein Top-Angebot. Hört genau zu. Es gibt ein Top-Angebot. Deswegen hat er auch gewechselt. Der ist ganz groß bei YouTube und so. Mr. Beast heißt der. Der hat für 130 Millionen Dollar gewechselt. Okay. Kann man mal machen, habe ich so gesagt. Und da habe ich gedacht, gut, das ist der größte YouTuber quasi gesehen, den es gibt, so, ne? Von den Subscribern her oder so. Aber auch andere Streamer, die wesentlich weniger haben. Sei es, keine Ahnung, ein Trimax oder keine Ahnung, wie sie alle heißen. Die haben auch schon Angebote gekriegt von im zweistelligen Millionenbereich. Schlecht. Ich verfolge das ja so täglich quasi gesehen, ne? Deswegen kriege ich da auch immer viel mit, ne?
Aber ja, es ist auch. Mal schnell kurz Abgang. Es ist aber Holger. Ja, Moment, warte, sofort. Ja. Gut, aber viele Leute wollen da halt nicht rüber, weil das Ding halt komplett Casino finanziert ist, ne? So, also ich habe mich gerade dazu entschieden, da jetzt schon zwei Speditionen für sich bleiben wollen, dass ich das doch getrennt lasse. Geil. Okay. Ja. Dann bleiben sie halt alle in ihren Channel. Ja, wenn ich hier auch so. In den Channel. Ja, dich wollen wir auch gar nicht dabei haben, du Penner. Echt mal, du fährst ja auch nicht. Und ne? Hier, heute wird sich extra angesteckt auf dem Stream, mein Freund, ne? Doch, das muss ich heute, aber nicht, ne? Das muss ich heute mit Mutti noch telefonieren, Freund. Mit der habe ich schon telefoniert, gar kein Problem. Ah, gut. Der weiß aber schon, was auf dich zukommt. Ja, ich sag nur Kassenbon. Kassenbon. Der Kassenbon klingelt. Ja. So, Rainer, was kam bei der Umfrage raus? Ja, nee, also wir bleiben alle in unseren Channeln. Ich verziehe mich dann gleich in den Veranstalter. Da bitte auch die Whisper hinlegen. Dafür ist Thorsten heute Abend wieder zuständig. Ja, ich muss auch mal im Apropos Whisper, das ist ja, ich habe selber noch gar keine fertig, ist auch geil, ne? Ja, was soll man dazu sagen? Kein Stress, hast ja noch 8 Minuten. Ich will den Druck nicht erhöhen. Bloß kein Druck. Weil Thorsten und Nicole stehen nämlich noch an der Werkstatt. Ich vermute mal, du wirst wohl 5 Stunden später losfahren können. Ja, schauen wir mal. Ich mache jetzt gleich erstmal eine Ansage. Ja, genau. Mach mal eine Ansage. Den schauen wir mal. So, ich gehe da mal langsam live. Hörö. Viel Spaß, Holger. Jo, danke, Dito. Hörö. Also, ich hab mich dann gerade mal angemeldet, mal, ne? Ja. Also, es wird echt aufgebaut wie Twitch. Ja, was ich so ist ja Tag, Ton. Was ich da so im Tiefflug gesehen habe, sieht sehr interessant aus. Au, die ganzen, du brauchst auch erst 75 Zuschauer, also genauso das gleiche Aufbau wie bei Twitch halt. So, ich gehe jetzt mal im Tuch, ne? Ich mache jetzt mal mein Ansagetext, ne? Bis gleich. Jo. Ich sag, ist eigentlich vollkommen identisch, ne? Nur, okay. Dass die halt, da ist auch alles erlaubt tatsächlich, ne? Da ist Casino-Stream erlaubt, das hat ja Twitch verboten denn, ne? Und viele Leute, die Casino halt spielen, für die ist das halt scheiße gewesen, so, ne? Weil die haben ja auch Millionen Deals mit den Casinos, ne? Das ist natürlich, ob man das jetzt vertreten will oder nicht, ne? Aber was die mit Gelder rumschmeißen da, Junge. Oh, da sehen wir mal wieder, wo das Geld steckt, ne? Ja. Viele von euch kennen auch bestimmt diese Amorant. Da war doch viel in den Medien und so. Die hat auch für 80 Millionen gewechselt. 80 Millionen, da muss man sich mal vorstellen. Muss man sich aber fragen, wer steckt denn überhaupt dahinter? Ja, sag ja, das sind ein Casino finanziertes Ding, ne? Ach so. Ja, und deswegen sitzt auch so viel Geld hinter denn, ne? Und deswegen kannst du da auch richtig Casino mit live gehen, weil die das ganz ja genau. Finanzieren. Ja. L für Veranstalter. Ja, hallo. Servus, Silvio. Moin. Hallo, Silvio. Mein Bester, mein Hübscher. So, ich mach mal einen kurz Whisper-Check. Kommst du für Veranstalter. Ich schwitze schon, wenn ich die Augen aufhabe, auch im Winter. Ja, das ist dein Problem. André, deswegen habe ich ihn immer einen Eimer unter dem Stuhl. Ich bin noch nicht fertig. Nordic Global Transport. Veranstalter. Sehr schön, danke. Jo. Leidenschaftlich und luxuriös hatten wir schon. Brauchen wir nicht mehr. Servus, Thorsten. Hinkelstein. Hallo. Express. Nicole kommt gleich. Veranstalter. Oder sie erscheint gleich. Oh, sie ist gerade am Kommen, danach erscheint sie. Okay. Kannst du dir das ausrichten? Hinkelstein? Könnt ihr mich hören? Hallo? Oder hat noch keiner Whisper fertig? Aber ich finde, dass auf jeden Fall nicht so viele Schnickschnack-Gedöns mit Einstellungen. Die haben das alles so kurzmäßig gefasst hier.
Ja, wie gesagt, ich hatte es ja unter Favoriten gelegt. Ich werde mir das morgen meiner Feier mal gemütlich zugute tun. Ne, ich meine, weil du hast richtig deine Errungenschaften, Community, du siehst hier deine Chat-Einstellungen, Moderatoren, Abzeichen, Emojis. Kasu, weiß ich nicht, hier 1, 2, 3, 4, 5 mal 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also 12 Felder frei, also 5 mal 12 Felder frei mit Emojis. Einstellung, auch alles kurz gehalten hier. Was ich halt krass finde, ist, die brauchen gar nicht, die warten nur auf Fehler von Twitch, weißt du, oder? Das kann ich immer nicht verstehen, so, ne? Wer macht von euch die Whisper? Silvio macht bei uns die Whisper. Ach so, ja gut, dann ist auch kein Wunder, aber ihr habt mich gehört, ne? Ja. Ja gut, okay, das ist ja schon mal ein Anhaltspunkt. Nee, die Whisperliste drücke ich heute, ja, Silvio aus Auge. Also, ja, vielleicht hat er auch Jan Lust und Laune. Nee, also mit dem möchte Guten ich nicht kommunizieren. Servus, Nicole. Hilfe, ist es der Nicole? Hallo, Nicole. Ich gehe ja. Tschüss. Ja, Jan, jetzt würde ich mit Absicht die Whisperliste legen. Kommt noch irgendein grüner Punkt angefahren, sehe ich gerade. Ja. Ich nicht. Nicole. Ich nicht. So, Junge, wir sehen uns bis später, ne? Ja, hey, Jenny ist das. Jenny? www.jenny.de Jenny Line. Okay. Kenn ich nicht. Hier, ehemals Hinkelstein. Ah, okay. Okay. Die fuhr gerade da oben lang. Oh ja, das ist Jenny, ja. Jenny Line. Aber sicher, dass die hier zu uns will? Nee, wie gesagt, ich habe ja nur gesagt, das wundert mich, dass er auf ein grüner Punkt fährt. Deswegen habe ich mal eben schnell geguckt, meine Flykamera. Also, ja, nee, die fährt auch geradeaus tatsächlich. Nee, ich wollte gerade sagen, die fährt geradeaus. Oder die holt sich nur hier die Fracht ab. Nee, die fährt da geradeaus. Da ist ja erstmal nichts mehr. Jetzt kommt, achso, das ist gar nicht. Nee, das ist Nicole, die da jetzt kommt. Das ist Nicole, genau. Okay, gut, die will zu uns. Das ist Nicole. Nicole ohne Kohle? Boah, die hat aber gerade ein Standbild gehabt. Nicole, was ist denn bei dir los? Die hat aber gerade ein Standbild gehabt. So, sind wir denn jetzt soweit alle vollzählig? Ich hoffe ja, ne? Sind wir noch, da ist nur Da ist Jan. Nee, wer war das neben mir? Ruf mal rüber, Nicole. Mach mal Flamme, sagt Rainer. Warum? Ich bin doch neben dir. Was hast du? Jetzt bin ich weg. What? Nicole, passt das noch? Hast du da ein Loch? Ich geh schon mal hoch. Jo, Rainer. Was, der hat ein Loch? Ja. Alle. Nein, gut, du hast mich jetzt direkt angewispert, ist aber egal, ist nicht so schlimm. Hauptsache ist, du kannst mich anwispern. Soll ich dir Platz machen, Nicole? Ja, gut, alles gut, war schon. Ich höre dich. Komm, fall mich rein, ich fühle es. Gib's dir. Jetzt warten wir noch auf einen Fahrer. Und dann können wir hoffentlich pünktlich starten. Aber ja, guck mal, Nicole hat genau das gleiche wie wir. Ach Robin, du bist ein Weichei, du. Ja, ich habe Weichei bei dem Wetter. Ich will das ja nicht genau wissen. Moin. Ja, meine kurze Frage, wer fährt denn von euch als letztes? Ja, aber nichtsdestotrotz frage ich schon mal, Globaltransport, seid ihr abfahrbereit? Hier, Jan, Jasja fährt letzter. Okay. Sehr schön, danke. Leidenschaftlich und seriös. Achso, Jan, herzlichen Glückwunsch nochmal. Startklar? Ja, danke. Silvio ist gleich da. Ich höre sie ja nicht, aber... Bin da. Ja, gut, alles klar, danke. Silvio? Ja. So, Hinkelstein, seid ihr bereit? Und FLT natürlich, ne? Whisperliste bitte legen. Sehr schön. Hinkelstein, jetzt in einer Minute. Alpha King Rainbow Express. Ja, du, wenn wir 2 Minuten später los sein, ist nicht schlimm. Nicole? Jo. Du wirst wieder vor mir fahren, ne? Von mir aus? Holger, es kann nur passieren, dass ich einmal ganz kurz rechts anhalten müsste. Ja gut, das wird dann Hintermann ja mitkriegen. Ja, das ist dann, wenn ich dir sage, einmal kurz wo du bist, dann komme ich zur Pause hinterher. Es gibt keine Pause. Gibt's keine? Ja. Hast du fertig? Ja, dann komme ich hinterher. Ich bin dabei, oder so.
Okay, dann wünschen Sie mich gleich mal ein, ja? Du hast zwar Geburtstag, aber dass du jetzt schon besoffen bist, Rainer. Ja, ich, ja, irgendwie. Gut, ja. Dann gehe ich das schon mal hoch und dann wispern mich gleich an, Silvio, ja? Ja. Gut, wir warten jetzt noch eben kurz auf einen Wisper und dann können wir loslegen. Soll ich mich gleich wieder hinter Thorsten hängen? Wie ihr euch einreiht, überlasse ich euch mal selber heute Abend. Und, gucken, ob ihr es alleine hinkriegt. Meine Person fährt vorweg, Jassia macht den letzten von uns und der Rest mogelt sich dann dazwischen. Wirklich so zahlreich erschienen seid. Mein Platz ist und für einen nochmal besonderen Dank geht nochmal an die Fahrer, die heute auch in der KIB-Lackierung fahren, habe ich gesehen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, bitteschön, wird aber teuer. Ganz offen. Robin, wo fahrst du denn? Wo ich fahre? Ich stehe vor dir. Ah, ich muss was ausschalten hier, du. Das geht auf den Berg. Ja, dann fahr... Weiß ich nicht. Also ich fahre irgendwo vor Jan. So, jetzt könnt ihr rufen, wie ihr wollt. Ja, dann fahr ich hinter Jan. Ja, hinter Jan kannst du nicht fahren. Ach ja, und natürlich ganz wichtig, heute will KB natürlich auch wieder einen Livestream veranstalten. Und ja, wer möchte, darf da natürlich auch gerne wieder mit reinhören. Und die Wunsch- und Grußbox ist natürlich wie immer für heute geöffnet. Also, haut rein, was das Zeug hält. Guck mal, wieso kann ich nicht hinter Jan fahren? Weil Jan der Letzte ist. Jastja macht den Letzten bei uns. Okay. Weil bei Jan das plötzlich passieren kann, dass er mal eben rechts ran muss. Ja, und der Rest, der ach, kann ja, sich stimmt, kann essen. War das einer von den Hinkelsteinen? Warum geht denn das jetzt nicht hier? Nicht aufregen, Silvio. Ist nur eine Wisperliste. Mach ich. Ich verzögere den Start mal auf 5 Minuten später, weil doch anscheinend noch nicht alle startklar sind. Also Start, sagen wir jetzt mal 5 nach 8. Nicole, du wolltest ja hinter Thorsten fahren, oder? Boom. Vor. Geht nicht. Vor. Nicole fährt vor mir, da weiß ich, wie die ihre Speicher Silvio? Ja? Soll ich die Wisperliste legen? Ja, ich weiß nicht, warum es nicht geht. Ich hab's eingestellt wie immer. Es geht nicht. Ja, kein Problem. Der labert mich zu, wenn ich meine Taste drücke und mein Punkt leuchtet rot, aber beim Renner kommt nicht an. Veranstalter hört. Sehr schön, danke. Bis Balliste gelegt. Danke, Holger, für deinen Einsatz. Ah, dafür darf nachher Silvia die Abschlussbesprechung machen, oder? So, eine kleine Information nochmal an alle. Wir fahren heute in TS-Reihenfolge. Sorry, der musste jetzt sein, Holger. Wir starten am Punkt nach. Oh, es ist warm hier. Eine Minute. Oh, haben wir schon 5 nach? Eine Minute. Achso, in einer Minute ist das 5. Ich hoffe auch, dass ihr heute eure Winterreifen aufgezogen habt, weil ich habe mir gedacht, bei der Hitze heutzutage, da würde ich euch mal für ein bisschen Abkühlung sorgen. Ups, ich hab's vergessen. Warte, ich habe noch einen Satz Winterreifen hinten im Trailer drin. Ah. Ich war ja in Norwegen. So. Ich wünsche euch trotzdem gleich viel Spaß. Ihr könnt gleich erstmal alle durch mich durchfahren und dann gucke ich mal, wann ich losfahre. Ja, dann stelle ich mal dahin, dass wir bei dir mal durchfahren können. Ja, stehe ich ja quasi. Aber in Real können wir dir nicht durchfahren. Möchtest du auch gar nicht. So, dann würde ich mal sagen, der Konvoi startet mit 30 km/h
Und es wäre nett, wenn der letzte von der Hinkelsteine oder der FLT mir mal sagen könnte, wenn ihr von der Firma hier runter seid, ja? So, dann wollen wir langsam losrollen, wa? Ja. Folgt dem Rainer, denn er weiß auch nicht, wo es lang geht. Nee, eigentlich nicht. Jetzt Silvio. Genau. Dann Nicole. Dann fahre ich hinter Nicole, oder wie? Nein. Thorsten, fahrt hinter mir. Du kannst hinter Thorsten fahren, Evil. Achtung, Gegenverkehr. Achso, Robin bleibt da stehen. Dann fahre ich hinter Thorsten. Ja, ja. Kannst fahren. Denk dran, nicht hinten reinfahren. Könnt ihr Bums-Bums-Spiele machen hinter mir? So, da ist Nicole. So, das ist Thorsten. Da dürfte jetzt Evil kommen, richtig? Jupp. Hinkelstein für Fahnenschneider. So, ich rolle. Achso, dann fährst du hinter mir. Kann mir denn einer von euch Bescheid sagen, der von euch als letztes fährt, ja? Danke. Nee, ich bin, weil hinter mir ist nur noch Jan. Alles klar, danke dir. Verstehst du? Ach so. Hinter mir ist nur noch Jan. Hat mal 30 eingeloggt. Wie viele Kilometer sind es insgesamt? 1084, aber wir haben Eis und Schnee. Gott. Ich höre das gerade schon, ja. Warte mal, der kriegt so von mir. Meiner wegen den Tank, weil da hab schon genug drin. 2612. Ach, das passt schon. Ah, okay. Alles fit, Marvin? Ich sag mal so, das meiste Zeit rutscht du eh, da brauchst du eh keinen Tank. Das freut mich. Du musst nicht unbedingt rutschen, es kommt drauf an, wie schnell du da die Passagen fährst. Ich sag mal so, wenn man das hier kennt, Holger, dann weiß man, wie man fahren kann. Ich habe auf jeden Fall die V-Taste schon bei mir unterm Finger. V-Taste müssen wir nicht brauchen. Nee? Also wenn Schnee kommt, fahre ich immer mit 60 und V-Taste. Brauchst du gar nicht. Na, was stand denn dort? 60 ist okay, aber V-Taste brauchst du gar nicht. Ja, ich schon, weil ich hab einen Scania und bei mir läuft es dann nicht rund. So, ich fahre auch Scania und ich brauche keine V-Taste. Ich auch gar nicht. Ja. Man gerade überhört. Oh. Ich reiche euch mal ein Plätzchen rüber, Kekse, Kaffee. Na dann, schieb mal was durch. Bei mir ist noch nichts angekommen. Ja, du bist ja vor mir. Alles klar, vielen Dank. Mach doch nichts. Der Konvoi erhöht die Geschwindigkeit auf 45 km/h. Gib's einen Thorsten weiter, da reicht's mir weiter. Aber Evil ist da noch zwischen und der hat viel Hunger. Ach Mano, na gib's einen Evil weiter. Da gibt's einen Thorsten weiter und der gibt's mir weiter. Oh. Aber Eis und Schnee sehe ich hier nicht. Noch nicht. Nee. Kommt noch. Du hast wohl schon Sehnsucht danach. Bist du noch nicht in Island gefahren oder was, Ivo? Doch. Ich bin sogar den Tunnel gefahren. Ja, wer denn? Von der Fähre da zur Hauptstadt. Fahren wir heute die Erlebnisstrecke? Nee, glaube ich nicht. Ich hoffe nicht. Ach, du meinst diese Strecke da, diese Geheimstrecke da beim Steinbruch? Ja. Hier oben in Island, dieses komische Rackelbuckel. Ja. Nee, der hätte mal andersrum, links rum müssen, nicht rechts rum. Ach, da bin ich mal gefahren, da waren dann alles Chinesen, die mir entgegengekommen sind. Wie die geleckt haben. Die haben sie mittlerweile dermaßen vor uns, das macht ja gar keinen Spaß mehr lang zu fahren. Werde ich meinen ersten Permaban bekommen? Wie meinst du vor uns? Durch die Chinesen oder wie? Nein, die haben da mittlerweile zu viele Steine zwischen den Wegen und solche Klamotten. Die war schon mal wesentlich angenehmer zu fahren. Ja, weniger Steine und so. Die macht keinen Spaß mehr. Nee.
Ich freue mich schon auf Duisburg-Calais, wenn das fertig ist, die Baustelle. Vorhin, die haben ja auch hier allgemein auf Island die Straßen dermaßen entschärft. Hier sind so einige Ecken, die sind nicht mehr das, was sie mal waren. Ja. Ja, dort bei der einen Strecke haben sie so viele reingemacht und die andere haben sie, ja, zu sehr entschärft. Das stimmt auch. Da kommt man dann zu viel Aufliegerschaden. Der Konvoi erhöht die Geschwindigkeit auf 65 km/h. Wir machten da Rainer die... Was Rainer die Konvoi-Leitung? Ja. Ja. Ich merke das schon, der will schnell sein am Kuchen. Das meinst du, warum er so schnell rollt? Umso weniger muss er ja laufen. Achso, da hat ja eh seine halbe Wurst hinten dran. Hm. 65 eingeloggt. Jo, ich auch. Hier war ein schwarzer Drachen auf der Seite. Wie, hast du ein Spiegelbild gesehen oder was? Lagst du zu viel in der Sonne? Ich nicht, aber der Drachen anscheinend. Denkt bitte dran, zwischendurch kommt dann natürlich immer wieder Glatteis und auch natürlich zwischenzeitlich auch viel Schnee. Prost. Glatteis. Wirst du dann schon merken irgendwann. Aber ist diese Baustelle dann das kann nicht sein, dass bei in Calais noch nicht fertig? Nein. Kommt noch. Die wird wohl erst mit der 148 wohl weg verschwinden. Oder mit der 148 kommt sie erst richtig rein. Ach so. Das wird noch ein längeres Ding bleiben. Na, glaubst du, Holger? Oh, ich glaub schon, ja. Aber wenn man da, aber die haben ja da auf der Homepage irgendwas auf der Startseite eingezeichnet. In Kaleda, diese neue Strecke. Ja. Und ich dachte, die gibt es schon. Auf jeden Fall nach dem Konvoi schnell in die Eiswanne, ey. Was in der Eiswanne? Ja, ich hab seit 2 Wochen heftigsten Sonnenbrand, Sonnenstich. Und den Stich hattest du vorher schon, jetzt haben wir auch die Sonne gefallen. Ja. Ich fahr zu viel mit der Rainbow, die strahlen zu hell. Immer auf die kleinsten, wa? Was hast du jetzt gesagt? Ich finde das schön, dass sie zu uns gehört. Klar. Ja, mit dem Fahrer, wenn keiner auf der Ehen ist. Muss zu euch kommen. Jetzt mal eine Frage, zählt das als Dienstagskonvoi? Weil die FLT ja mitfährt, Regelstein? Ja, ist trotzdem. Ach, es ist ein Dienstagskonvoi und es ist aber Rainer sein Geburtstagskonvoi und er hat auch gestern eingeladen. Schön sanft nehmen, weil sonst geht's geradeaus. Ich finde es schön. Hier ist so ein Konvoi verringert die Geschwindigkeit auf 50 km/h. Ich bremse mal. Oh ja, ich merke. Ey, geht's noch? Alter, Vorsicht, ich stehe gleich. Hallo, bleib doch ruhig. Rede doch Alter, nicht alles über mich. Ich hab nicht geladen. Ich habe auch nichts geladen. Komm ja nicht hoch. Doch jetzt. Jetzt und läuft. Ich hab was geladen. Deswegen sage ich ja 60 und V-Taste für die, die es nicht kennen. In Stufe. Auf Eis, V-Taste, blödsinnig. Und da drehen die Räder noch mehr durch. Also bei mir... Du bist ja auf einer kompletten Eisstraße. Und auf Eisstraße nützt die V-Taste nichts. Das ist Humbug, was du da machst. Aber bei mir funktioniert. Das ist absolut irrsinnig. Aber bei mir kommt vor hier bei den Straßen, wo Matsch ist, rutscht man mehr als bei den Straßen, wo ich komme nicht voran. Ich fahre mit 5 km/h. Achtung, Gegenverkehr. Achtung, Gegenverkehr. 2 Stück. Ey, ich glaube, du kannst hochwispern, der Thorsten hängt. Nee, ich hänge nicht. Wolltest du? Der braucht bloß ein bisschen langsamer. Er fährt ja wohl, aber ganz langsam. Der braucht bloß ein bisschen länger. Ja, weil sie ja genau auf dem Berg angehalten haben. Er hat da Abschussjahre gerade gebremst. Ja, und dann bei Eis auch noch, das ist dann schwer, vorwärts zu kommen.
Na, tut mir leid, alle da. Hexanfall. Achso, nee. Behalte ja, einen Schalter hört. Fahr ich mit 4. Oh, jetzt geht's los. Achtung, Gegenverkehr. Du warst bestimmt glatt. Das heißt, ich soll mal ein bisschen runtergehen, oder was? So ein bisschen? Ja, der Konvoi verringert die Geschwindigkeit auf 30 km/h. Ne, 35 km/h. Aber ich komme wieder ran. Weil wir haben gerade jemanden, der kommt da die Steigung nicht richtig hoch durch das Glatteis. Ja, und deswegen, ja, tun wir ja die Geschwindigkeit jetzt mal auf 35 km/h reduzieren. Gibt's dann Bescheid, wenn es wieder flüssig läuft, ja? Das sah richtig gut aus vor mir, Thorsten. Danke. Sehr schönes Bild. Nee. Aber das mit der Sonne im Vordergrund, das ist auch richtig herrlich. Wird hier oben eigentlich nachts richtig oder auch nicht? Nein, auch nicht. Das eine ist ja gut. Ich fahre hier leider zu selten. Uiuiuiuiuiui. Was hast du denn jetzt? Das glatt. Okay, dann sollte ich bremsen. Nicht, dass ich umkipp. Hast du in der Fahrschule nicht auf Eis geübt? Oh, nee. Wie willst du, wenn du im Sommer Führerschein machst, wie willst du denn auf Eis üben? Ja, eben. Oh, doch, aber Rainer rutscht. Oh, hast du gesehen? Ich hab meine Führerschein im Sommer gemacht. Da gibt's auch diese ADAC-Prüfstellen, wo du damit. Ja, und welcher Fahrlehrer fährt mit dir dahin? Kann man sich selber anmelden. Danke. Die Fahrschule es musst du mir zeigen. Ist ein Überholer im Konvoi, Achtung. Also Holger, das muss ich dir leider sagen, meine Fahrschule hat ein Fahrsicherheitstraining gemacht mit mir. Oder mit ein paar anderen Fahrschülern, da war ich auch dabei und auch wirklich mit Wasserrohr und einmal Vollbremsung und wie das so alles reagiert. Das hätte ich auch gerne gemacht. Was habt ihr extra bezahlt? Gar nichts. Das ist dann ein Angebot von der Fahrschule, aber erkundige dich doch mal die. Ich sag mal, vielleicht von 100 Fahrschulen ist vielleicht eine dabei, die das freiwillig mit anbietet. Also ja, er hat das mit angeboten halt, ne? Oder weil ich ihn ja auch persönlich kenne, hat er mich da auch eingeladen halt auch, ne? Nochmal. Naja, ich konnte bei meiner Fahrschule, da ich ja im Sommer gefahren bin, 10 Winterfahrstunden dazu buchen. Aber ich musste nichts extra bezahlen, ne? Die Lücken bitte selbstständig schließen. Jan, kann das sein, dass ein halben Kilometer hinter dir keine mehr ist? Aber ich denke, da erzähle ich euch ja nichts Neues, ne? Weil ich gucke in den Rückspiegel, da ist irgendwie halbe Ewigkeit nicht mehr. Zum Dank ist jetzt auch gleich erstmal so ein bisschen Glatteis vorbei, dann könnt ihr euch erstmal wieder ein bisschen entspannen. Ich kann mir gerade nicht konzentrieren auf hinten, aber auf den Verkehr, halt weil ich nebenbei noch mal essen. 30 Grad Radar, damit der Konvoi wieder beisammen ist, denn wenn alle wieder dran ist, dann aber ja, erhöhen wir die Geschwindigkeit auch wieder. So, und bitte nochmal ganz kurze Info an alle, wenn das Wispern ist, bitte mal die Klappe halten. Schönen Dank. Aber ich habe leider den Termin ausgemacht für diese 10 Winterfahrstunden und dann war da leider kein Schnee. Was passiert? Thorsten, wie sieht's bei dir aus? Ich bin hinten wieder dran. Okay. Ob die anderen da hätten aussehen, weiß ich nicht. Ja, wir sind alle vom Eis runter, also Akarex. Alles klar, der Konvoi erhöht die Geschwindigkeit auf 50 km/h. Kommen da dann noch stärkere Schnee? Achtung, hier kommt jetzt eine enge Brücke. Achtet da ein bisschen auf den Gegenverkehr, falls jemand kommt, aber sieht bisher alles frei aus. Ist sehr schmal, die Brücke. Sorry, Feuerwehr, ich bin rausgetragen worden. Feuerwehr. Und ja, Evil, hier gibt es mal etwas Schlimmere. Das war doch noch gar nicht hier. Oh, ich hab 50 angelappt. Nico? Mich nicht. Weil auf der Brücke nur 30 ist. Da kann ich ja zu Fuß gehen, da bin ich auch noch schneller. Bist du so läufig? Jo. Holger, weißt du, wie gut das tut, nach eineinhalb Wochen nur im Bett liegen, einfach mal wieder Konvoi zu fahren? Ja, das ist ja deine Schuld. Ich fahre auch, wenn ich krank bin, Konvoi. Ja, ich mach da keinen aus sterbenden Schwan. Ja,
Aber davon bist du ja noch nicht gestorben. Ja, du weißt ja, wie das ist, wenn man so eine Männergrippe hat, ne? Da stimmt man gleich Rettungswagen und der bringt dann gleich Leichenwagen mit und da muss der Notarzt kommen, der noch einen Tod stellt. Warum? Leichenschau macht ja Spaß. Da kann man mal... Ne, ich sag's nicht. Wer ist eigentlich hinter mir? Wer ist das? Ich? Ah, du. Wie immer. Ah, also Rainer, Holger, Silvio. Thorsten, und zu eurer Linken gleich demnächst seht ihr eine heiße Quelle. Ich dazwischen. Keine. Ich bin hinter Silvio. Nordostland. Vorsicht, wenn du den Berg hochfährst, da wird's wieder glatt. So, Achtung, so, und hier oben auf der Steigung fängt das Glatteis wieder an, also passt wieder auf. Sag ich ja. Die Leute, die jetzt etwas schwerere Fracht haben, die sollten natürlich sehen, dass die da mit etwas Schwung hochkommen. Ah, da hat Silvi jetzt schon. Also, oh. Ich muss die Bremse. Jetzt wäre ich mal Holger reingefahren. Ich überholte dich gerade, weil ich nicht bremsen konnte. Also wir wollten mit der Loki hoch und wir haben es nicht geschafft. Sonst stehe ich wieder am Hügel rum. Ah, du hast keine gute Idee, hier stehen bleiben. Nein. Danke, Silvio. Ja, ich musste ja auch stehen bleiben. Ich konnte nicht bremsen, sonst stehe ich wieder. Das ist übel eigentlich. Evil, ich muss noch mal ein Stück zurück. Robin, kann ich zurück? Ja, da ist genug Platz. Also ich bin extra weiter unten stehen. Ja, warte, dann fahre ich mal zurück. Soll ich oben Renner Bescheid sagen? Ja, die stehen. Reicht das oder soll ich noch weiter zurück? Ja, ich weiß nicht, wo das Eis. Das kleine also Eis wieder aufhört. Runter mit der Geschwindigkeit. Kommt hier gar nicht mehr hoch hier. Du kommst hier sehr zerhackt an, Holger. Ich verstehe dich kaum. Ja, ich komme mal runter. Ich will meinen Fahrrad vorbei. Der Konvoi verringert die Geschwindigkeit auf 35 km/h. Achtung, hier ist eine Baustelle, einspurig. Weil Silvio musste da bremsen. Aber nach vorne gucken, Evil, wenn von vorne gehen. So, und wer von euch, die ich mitgekriegt habe, weil ihr beim Missfall mal wieder gequatscht habt, wir gehen runter auf 35. Und Achtung, Baustelle, rechte Seite mit Ampel, sollte einer von vorne kommen und ihr habt rot, bitte stehen bleiben. Wer macht Missfallliste? Holger. Ich mache welche, ja. Sag mal zu Rainer, die sollen alle mich vorbeifahren. Okay. Die kommen nicht hoch. Ja, bitte alle an den Thorsten vorbeifahren, der steckt fest. Bitte da einfach dran vorbeifahren an den Thorsten 79. Holger, ich behindert dir. Aktuelle Geschwindigkeit immer noch 35 km/h. Robin, bist du wieder hinter mir? Ich war gar nicht weg. Okay. Ich bin dann zu früh reingefahren, sorry. Stehen. Ich habe nur meine Impfstoffe, die sind nicht so schwer. Ich auch. Wie viel wiegen die? 5 Tonnen. Okay. Dürften ja eh nur mit maximal 15 Tonnen. Ja, ich habe gerade nicht richtig geguckt, deswegen. Aber ich habe ja nur 11 Tonnen. Ja, okay, gut. Weil ich in der Innenansicht war. Ja, das hätte mir auch nichts gebracht. So, Achtung, es ist wieder Glatteis. Unbedingt glatt bremsen. Wie ist denn hier die Strecke nach der Ampel? Links? Links, ja, weg, links. Ja. Und jetzt kommt auch noch Schnee dazu. Ja, absolut gerade. Aber wie fährt Basti eigentlich? Was hat er eigentlich mit dem Motor drin, dass er vorne hochgeht? Der fährt eine Viertelmeile, hast du noch nie gesehen bei ihm? Nee, das hat er den ganzen Konvoi auch gehalten. Ich sag eine Viertelmeile. Holger gibt's dann Bescheid, ne? Fahr jetzt hier vorsichtig, Schnee voraus. Ich hoffe, ich hab gehofft, dass ich doch den Silvani aus ganz ausbremse. Ich wollte vorbeifahren, damit der noch vor Trotzdem hochkommt und Holger einen Thorsten hier ausbremsen noch weiter. Und schon, wenn du genau auf der Spur fährst, dann rutschst du auch nicht. Ah, genau. Mal bitte deinen rechten Blinker aus. Was? Ja. Du. Ich? Rechts? Ja.
Hab den falschen gedrückt. Es war der falsche. Jetzt rechts an. Ja, Donald. Nicole? Jo. Magst du einen Lehrgang haben wollen? Wo ist links und wo ist rechts? Kann nee, ich hab's ja verwechselt. Okay, gerade, Alter, kriegst du den Tor. Ich hab gesagt, bitte wieder selbstständig schließen. 18, wie du bist vor mir, ich dachte Nicole. Sag, pass bitte auf, das ist sehr glatt hier. Achtung aus der Kurve. Gerade hinterm Tunnel. Hinterm Tunnel, der gleich kommt. Ich hab mich gerade jetzt zurückgesetzt. Hinter der Baustelle. Wenn man auf die Karte achtet, ist dort auch ein Schneeflockensymbol, das denn tatsächlich symbolisiert, dass sehr starke Glatteisgefahr besteht. Wenn du hinter der Baustelle bist, dann die erste gleich links. So, wie schaut es denn aus? Sind wir jetzt wieder alle beisammen? Schöne Grüße aus meinem Stream von dem Fabian, okay. Der Hundewandel, und wünsche uns eine angenehme Fahrt. Wo klemmt's denn? Ich gleich mal Bescheid sagen, wenn ich okay. Baustelle sehe. 27 km. Ja, wieder 24 km. Hinter der Baustelle musste links weg. Ey, geh nicht so weit runter mit dem km/h. Auf die F26. Ist der wieder schlecht hoch da? 20 km/h. So, na gut, jetzt geht's wieder höher. Es ist die F26, warte mal, ich muss mal kurz Karte rauskrollen. Kommt die schlecht hoch da? Nee, oder was? Das ist ja die 1. Und dann geht's, da kommt eine Baustelle und dann geht es auf die 1 weiter, geht's weg. Ja, ist auch sehr glatt da, ne? Achso, die. Hinter der Baustelle, links weg gleich. Jetzt bin ich oben. Kannst du gar nicht verfehlen. Werde ich jetzt sehen. Oh, wir fahren erstmal mit 35 km/h weiter. Oh, hier ist jetzt auch wieder glatt ohne Ende. Silvio, fährst du auch nur mit 20 km/h? Mit 12 km/h. Ja, ich auch zeitweise, obwohl ich aber keine Fracht habe. Den Berg, der ist trotzdem schwierig, den Berg hochzukommen. Du brauchst nur in der Mitte von der Spur bleiben, Nicole, dann kommst du einwandfrei hoch. Okay, ich bin schon oben. Bin hinter dir. Ja, das Rücksetzen war ein bisschen lange gedauert. Achtung, ich bleib stehen. Die will blockiert. Naja, weil Silvio. Ja, jetzt ist Silvio wieder schuld. Aber wann fangen wir überhaupt? Jetzt muss ich erstmal gucken, wo war das jetzt? War das noch nicht hoch? Silvio, gleich einfach runterrollen lassen, ein bisschen schneller. Ja, wenn ich dann oben bin. Du bist doch oben. Was hast du verloren? Ja. Also ich selber nicht. Aber vielleicht im Konvoi, ja. Nicht so langsam da hoch jetzt, aber zack. Ja. In dieser Kurve hier hatte ich wirklich mal überlegt, da einfach mal quer rüber zu fahren, aber ich habe mich nicht getraut. So, jetzt Silvio, Sprung. Ja, nee, das lassen wir mal lieber. Aber ich muss die linke Spur mitbenutzen. Das sieht ja nicht so schlimm aus, ne? Aber die Frage ist, ob man die Kanten hier hochkommt, ne? Rechts und links. Gegenverkehr. Ja, Achtung, Gegenverkehr. Oh. Fährt der ordentlich? Ja, der fährt sauber. Fährt er auch sauberen Diesel? Keine Ahnung. Wie schaut's aus? Seid ihr jetzt vorangekommen da hinten, Basti? Ja, sehr schön. Wie sieht's weiter hinter aus hier bei Hingestein? Kommt ihr auch voran? Sehr schön. Okay. Ja, dann braucht er ja noch ein bisschen. Wie gesagt, Achtung, es kommt euch ein Fahrzeug entgegen, ne? Achtung, Jan, ich bremse ein bisschen, weil ich habe Angst, dass der mir reinrutscht. Ich habe grüne Ampel, ich darf durch. Und dann hinter, du bist jetzt bei der Baustelle, ja? Bin gerade bei der Baustelle, genau, ja. Genau, und da links und immer nur geradeaus. Und dann kommt irgendwann ein Tunnel.
Hinterm Tunnel. Jetzt werde ich gleich nochmal wieder ein bisschen entspannen. Dann ist erstmal wieder vorbei und der Schnee. Aber es hält leider nicht lange an. Also nicht gerade auch. Achso, bei der 1 weiter. Nee, jetzt gleich hinter der Kreuzung, genau. Hinter der Baustelle gleich direkt links rein. Ja, meine ich ja. So, dann kommt irgendwann weiter hoch, kommt ein Tunnel. Ja, das sehe ich. Und hinterm Tunnel gleich weißt noch doch, in der Kurve. Liebe gibt's nur unter Männern. Das ist so. Aufpassen ist gleich glatt. Achso, Hashtag NoHomo habe ich vergessen. Ne? Fangen wir schon an zu gendern heute. Mensch, Holger, dann müssen wir ja dieses Jahr im Winter mal mit einer Lok hier hochfahren. Ja, das macht richtig Spaß. Die eine Rampe haben wir mit der Lok nicht geschafft. Voraussetzungen, Lok, ganz klar. So, wie sieht's denn bei AK ja, aus? So. Naja. Also ich bin wieder dran. 3-4 Achse auf jeden Fall. Nee, ich wollte wieder kein Wort verstehen. Das ist Chat. Ja, gut, danke. Nordic Global Transporte, wie sieht's bei euch aus? Okay, ich sehe was Blaues vor mir. Sehr schön. Basti, ihr seid unterwegs, hast du gesagt, ne? Alter, in der Kurve weiß ich, dass gut. Blatt ist. Ey, ja, auf jeden Fall 3-Achser oder 4-Achser und Wintermod muss aktiviert sein. Ja, 4-Achser, Wintermod und Lok. Hilfe. Achtung, Gegenverkehr. Ist denn hier heroben dann der Wintermod auch noch mal anders? Ja. Muss ich fahren, ein Stückchen langsamer. Aber wie gesagt, 4-Achser wenn du vorbeifahren willst, fahr vorbei. 3-Achser geht gerade so noch. Auf 35 gerade. Oh, der Partylicht an, es leckt gleich. Hier rechts müssten irgendwo die Delfine immer rausspringen. Ne, mehr. Ach ja, da gibt's ja Delfine, stimmt. Hm. Kannst du mal der Angelrute rausschmeißen, vielleicht fängt's ja ein. Holger, ich würde dir jetzt gerne was sagen, aber wir haben noch nicht 10 Uhr. Weil jetzt kommen noch mal 5 LKWs von hinten. Was, von hinten? Überholung. Ja, die haben mich überholt wieder. Also Fremdfahrer. Ja. Wie dicht bist du dran am Konvoi? Okay. Du hast ja gesagt, Ende vom Tunnel ist es auch noch glatt. Ja. Achtung, ja. Aber da kam mir einer noch entgegen, da muss ich gleich ein bisschen abbremsen. Will ja nicht reinfahren. Also bist du noch nicht wieder dran am Ende? Nein. Ich bin hier also, auf den kleinen, leichten Berg hier hoch. Ah, Thorsten, solange du die Fische riechen kannst, ist alles gut. Nee, ich riech nur mein Cappuccino. Auch gut. Wieso denn das, Robin? Hast du deinen Hosenstall wieder aus? So dicht, das hat er noch gar nicht dran. Nee, ich hab's nicht geschafft, mich heute zu waschen. Riechst du wie ein Fisch? Normalerweise riechst du doch dann wie ein Iltis, oder nicht? Das will auch keiner unbedingt wissen, ne? Also sogar der ganze Bus ist Sex. Bei den ganzen Leuten, ey. Ah, herrlich. Da hat man noch einen Fremdfahrer überholt. Das soll man überholen. Wie schnell fährst denn du? 8. Reicht doch. Sind doch nur 735 Kilometer. Naja, doch nicht mal die Hälfte. Ja, richtig. Und die letzten 100 Kilometer wären schön. Ach, ich hab noch 817. Wo fährst du denn hin? Ziel ist, Surieri. Du kannst das Ganze nochmal bitte auf Deutsch wiederholen? Holger, sag ihm mal vielen, vielen Dank. Ich soll. Hundebande.
Abi, vielen lieben Dank. Soll ich dir ausrichten? Also ist er gar nicht mit dem bei euch im Channel. Nee, der ist bei Holger im Live. Ja. Ah, okay. Der Holger war gerade leicht verwirrt. Achtung! Ich hatte Lack, sorry. Wohin geht überhaupt die Fracht? Hab von dir da kopiert worden? Ja, das hört sich doch gut an. Gut, Ziel dann kommen wir hier schon wieder zusammen oder beisammen zu sein. Dann erhöhen wir mal die Geschwindigkeit auf 50 km/h. Thorsten, wenn ich von dir da kopiere, muss doch eigentlich das Ziel auch stimmen, oder? Sehe ich bei Spepro nicht. Aber wenn der die Fracht geschrieben hat, das falsche Zielort hat, dann hast du auch das falsche Zielort. Ah, komm, wir gehen das Stückchen erstmal auf 65 km/h. Weil es geht doch bestimmt nicht nach Corona. Nee, es geht nicht nach Corona. Nee. Ja, wir haben Überholer von falsch. Hinten. Anzahl noch unbekannt. Sind auf jeden Fall mehrere. Aktuelle Geschwindigkeit, wie gesagt, 65 km/h. Okay. Hat einen Fehler bestimmt gemacht. Achtet bitte drauf, hier kommt jetzt eine Ampel. Wenn dort von den Seiten Verkehr kommt und ihr habt rot, dann bitte anhalten. Ich hab sogar vorhin einen Fehler gemacht. Hast du Corona geschrieben? Corona Spanien. Ja, Corona ist in Spanien unten. Ja, da hab ich das ja nicht her. Ich hab nur was mit Fabi gehört, Holger, und dann bist du wieder abgehackt. Da habe ich glaube nie richtig gemacht, dass ich kopiert habe. Achso, ja, danke, ja. Ich weiß nicht, du musst da mal irgendwie überprüfen. Also du kommst hier wirklich immer sehr abgehackt an, warum auch immer. Seid ihr geradeaus weitergefahren oder auf die F26 oder die 1 weiter? Einfach nur stumpf geradeaus weiterfahren. Okay, bei der 1 bleiben. Ja, stumpf weiter geradeaus. Okay. Ich hab glaube nicht kopiert gedrückt. Deswegen. Ja, dann nimmt er immer Corona, war Corona die erste Stadt im Alphabet. Im Alphabet. Naja. Vielleicht fahr ich dann trotzdem dort runter. Achtung, ich weiß nicht, ob rechts der Fremdfahrer sich einordnet. Naja, der wird ja sehen, dass wir in einem Konvoi sind. Deswegen bin ich weitergefahren. Ja, will auch vorhin, ich bin zu weit weg. Da will man ihm die Vorfahrt geben und dann fährt er auch nicht mal. Also wir konnten uns gerade nicht einig werden hier gerade. Ja, das ist das Problem unter Männern, man wird sich nie einig. Weil er hatte, Achtung, demnächst kommt wieder Glatteis. Er hätte ja Vorfahrt gehabt. Achtung! Glatteis, erst raureif und dann gleich Glatteis. Frage: Im Kreisverkehr gilt der rechts vor links? Der erste im Kreisverkehr, also der war jetzt vor mir im Kreisverkehr. Kein, hat der Kommando hat zurück, der, hier gibt es noch kein Glatteis, sieht nur so aus. Er war Didi, ja vor mir, er war vor mir im Kreisverkehr. Ja, die im Kreisverkehr sind, haben ja Vorrang. Aber nicht in jedem Land. Nee, du bist in Nein. Island. Nein. Aber in Deutschland aber ist es so. Aufgrund der Serpentinstrecke, die jetzt vor uns liegt, gehe ich mal runter auf 40 km/h. Na gut, nur weil es bei uns in Deutschland so ist, heißt ja das nicht, dass es überall so sein muss. Oh Mann. Komm, gib Gummi. Komm, hoch mit dem Arsch. Nee, heute ist Samstag. Nee, stopp, heute ist Dienstag. Heute ist Dienstag, ja. Hub denn hinter mir? Genau. Ist auf der Hube eingepennt? Irgendjemand zumindest. Ja, das kann nur Silvio sein, weil hinter dir fährt ja Silvio. Der Hub keiner. Ich habe auch nichts gehört. Sonst ist
Robot. Was? Wer ist das? Du musst dich jetzt was. Safe Robot Tape. Ja, das sind die Bowler. Da war, das war der Schluss von der Musik. Ja, wir haben jetzt auch ein paar Sachen hier. Hier ist wieder rutschig. Sag doch was, Silvio. Lass mich darauf vorbereiten. Vorsicht, Jan, ist es rutschig. Ich kenne die Strecke. Achso, das war gar nicht Jan. Oh, wie das aussieht, bin ich in. Ja, und komm wohl wieder dran. Ja, oh, das hört sich doch gut an. Ja. Ich sehe alles nur orange. Es ist ein schönes Bild. Ja, bei mir hat es leider mit der Farbe nicht gereicht. Achtung, hier kommt gleich eine sehr scharfe Kurve. Pass da bitte auf, die ist sehr eng. Und wahrscheinlich auch eisig. Wahrscheinlich. Ja, eisig ist die nicht. Nee. Hast du alles probiert? Dass sie nie rutschig ist. Das sieht man, das weiß man. Aha. Hier ist überhaupt kein Eis mehr. Freut dich noch nicht zu früh, vielleicht kommt doch was. Warum steht der hier rum? Wer denn? Beim Fahrer steht hier mitten auf der Straße, hier, du. Kannst einen Report schreiben, machen. Was, der Pfarrer steht mitten auf der Straße? Ja, der Pfarrer. Der hält ja an einfach. Gehört der zu uns dazu? Nein. Deswegen sagte er gerade Fremdfahrer. Report, fertig. Soll ich irgendeinen Report machen, genau. Wie heißt das? Blocking. 2.3 Paragraph. Da, Blocking. Das ist der Vorteil, wenn man nicht kommt. Konvoi erhöht die Geschwindigkeit auf 55 km/h. Ich fahre mit 60 weiter. Auf 65. Und anhand der Meldung, die ihr gleich bekommen werdet, ist natürlich wieder klar: Achtung, Glatteis. Weiter Lack. Muss Rainer sein Würstchen vorne wieder kühlen. Seine Altona Wurst. Werden doch schon gekühlt. Ah, ich finde das herrlich, wenn ich hier so auf die Karte gucke und die Punkte hinter mir, da kann man so richtig sehen, wie der so richtig schön aus dieser Kurve rausrutscht. Ja. Ewe, fahr langsamer. Ich fahre doch nur 12. Ich winke euch gerade da unten mal zu, ne? Huhu! Anschieben gilt als Ramming, oder? Da ist nichts zu. Naja, du hast ja gesagt, ich soll langsamer fahren. Achso. Aber nicht so langsam jetzt hier, ne? Ja, selbst wenn ich Vollgas gebe, kann ich, komme ich nicht schneller als 12. Komm höher. Okay, das ist dann merkwürdig. Gleich im Tunnel kannst du Geschwindigkeit aufbauen. Komm. Jetzt. Nordwestland. Ja,
Naja, wenn kein Gegenverkehr ist, kann ich ja dann auch beide Spuren nutzen für die Kurven. Ui! Ja, ich hab. Ich war 110. Oh, Bremsstatistik. Stopp mal. Wir sind im Konvoi. Ich hab Tuxbook offen. Nein! Okay. Was? Aufliegerschaden? Von was? Ja, das. Unser Spielmann. Wenn er ein kleiner Bubel ist. Ein böser Bube ist, weiß ich auch nicht. Ein Hubbel. Ein Trempel. Alles gut, Thorsten? Nee, ich habe ein Dede vor mir. Oh nee, oh, viel Spaß. Viel Spaß. Wenn's denn nur der Dede ist. Na, ich weiß auch nicht, was mit der böse Bube ist. Der steht am Straßenrand. Das ist ein böser Bube. Warm klingt, ja? Der Konvoi verringert die Geschwindigkeit auf 45 km/h. Ne, auf 40 km/h. Entschuldigung, 40. Warum muss ich jetzt rein entschuldigen? Ist das ein Konvoi? Guten Appetit. Hä? Guten Appetit. Danke. Salzstangen? Achtung, es geht gleich wieder steil hoch, bergauf. Steil bergauf, so. Langsamer. Sonst kuschel ich mit Holger. Ach, der steht drauf. Nicole, wenn du es nicht mitgekriegt haben solltest, es ist reduziert worden auf 40. Ich weiß, es ging auch gerade nicht so schnell zu reduzieren. Mitten am Hügel. Aber nicht stehen bleiben. Geh nochmal. Dunkler als in Finnland ist es hier, aber trotzdem kommt mir vor. Wir sind ja nicht in Finnland. Nee, wir sind in Island. War schon Lack. Ah, hier ist der Schnee momentan wieder aus. Richtig. Sehr schön. Es schleicht einer von hinten. Ich freue mich schon auf die letzten 400 Kilometer, die werden richtig schön. 400, ich dachte 100. Ah, die letzten 200 sind anspruchsvoll, die letzten 400 gehen ganz gut. Ah. Oh nee, jetzt schläft doch noch der Finger ein, ey. Aber wir sind am Ziel. Oho, das Endstück hat's echt nochmal in sich, ja? Ja, ja. Oho. Hast du über die Flycam geguckt? Ich kenne die Strecke da oben hoch, ja. Ich war da ja schon öfters. Ja, ich auch, deswegen freue ich mich jetzt schon. Weil wenn du ein bisschen Gewicht hinten drauf hast auf dem Sackel, dann ist lustig. Gerade ein bisschen Gewicht ist da oben gut. Wenn du zu wenig hast, hast du ein Problem. Robin hat mal einen gefallenen Ton. Hätte ich dir zu viel? Nee, aber wenn wir 40 fahren, dass wir auch mal 40 bei Tempomat mal reinmachst, dann gehst du auf 45, dann bist du mal auf 50 und ich der Abstand. Ohne Tempomat.
Muss man mit Tempomat fahren mal, weil das ist ja schrecklich, weil dann bremst du wieder und dann muss ich auch bremsen und das ist kacke. Sorry. Einfach 40 reinmachen, weil aufholen ja, dann kannst du immer wieder noch. Ja, nee, ich möchte schon immer auf Kante sein, auf Evil. Weil so ist das scheiße im Konvoi. Könnten sie ja Monika-Prinzip geben, ja? So ungefähr, weil wenn ich bremse, muss er hinter mir auch genauso bremsen. Weil du auch bremsen musst. Ja, und so entstehen dann die Lücken im Konvoi. Ah, kriegen wir alles hin. Das sind alles kleine Baustellen. Die kriegen wir alles geregelt. Zum Beispiel, jetzt war ich auf 40 im Tempomat. Jetzt muss ich abbremsen, weil ich will 30 werden. Ja, aber der Rainer, der Silvio. Der fährt 40. Jetzt bin ich nämlich auf 40, hab eingeloggt und muss schon wieder bremsen. Ich fahr aber jetzt 40. Okay. Der schon ganz hat 40. Also, nein, du warst gerade auf 35. Also laut meinem Navi war ich auf 40. Du warst auf 35. Ich spionierst du mir nach? Silvio? Ja. Nee, schafft man diese Kurve mit 40? Ja, die schaffst du mit 40. Natürlich, ist doch die glatt. Mach es so hoch. Ich bin nämlich etwas nah an dir dran mit 36 Metern. Also, ja, wenn ich den Lack kriege, hängst du mir hinten drin. Die kannst du ganz bequem mit 40 nehmen. Ja, deswegen meinte ich, da soll ich nicht irgendwie Abstand halten. Das sollst du schon, ja. Evil, überholst du gerade den Silvio? Ich fahr mal kurz, mit. Oh! Das war ein Leck, Silvio. Oh. Evil, kann ich wieder 40? Ja, warte, ich fahr mal etwas mit 35 bis Silvio. Hinkestellen für den Veranstalter. Naja. So 80 Meter. Ne, ich muss auf 35 runter. Hinkestein für den Veranstalter. Ich muss auf 30 runter. Kannst du mir mal bitte Bescheid sagen, wenn ihr durch den Serpentin hinten durch seid? Ist doch 40? Ja. Ja, kommt dann nur noch diese eine Stänke. Ja, alles klar. Alles gut. Deswegen sage ich ja, ne? Sag mal Bescheid, wenn ihr da durch seid. Danke. Kurz zur Info, Jan. Ich bin froh, dass ich durch... Ding dong day. Lass uns da nachher mal drüber sprechen, kurz. Achtung, Überholer. Eieieiei. Ganz rechts. Ich finde es sehr interessant. Die ganzen Überholer, die jetzt angepriesen wurden, den ganzen Konvoi über, sind hier bei mir vorne nicht angekommen. Die Feuerwehr. Da kommt der Überholer. Achtung, Überholer. Und gleich kommt Gegenverkehr von vorne. Also Holger, da ist es. Aber wie gesagt, trotzdem seid vorsichtig. Ne? Kann ja trotzdem sein, dass derjenige welche denn doch den ganzen Konvoi überholt. Rainer, der sitzt bei dir. Gut, er hört uns an. Ne? Der Gegenverkehr, der Feuerwehr. Okay, also er fährt zumindest so schnell. Ja, eine Feuerwehr hat er aber die falsche Lackierung drauf. Nee, für mich ist es körperlich schon gut, dass ich überhaupt Konvoi fahren kann. Das, was außen rum ist, das Rückwärtsfahren und das Tempomat, das möchte ich mir nach und nach aneignen. Kriegen wir alles geregelt. Brauchst ja keinen Kopf machen. Weil ich fange nämlich jetzt schon wieder an zu schwitzen, weil der Druck brauchst von hinten kommt. Na, brauchst du gar nicht. Immer ganz locker aus dem Bobo atmen. Ne, kann ich nicht. Die ist schon feucht alles. Eien aus dem Bobo atmen. Wie geht das? Nicole steht drauf, oder wie? Wie geht das? Dankeschön. Wie geht das? Und Bobo atmen. Ja, erstmal ein paar Zwiebeln. So, zwischendurch möchte ich mich jetzt auch nochmal bei allen bedanken für die Geburtstagslieder und Wünsche. Vielen, vielen Dank. Kein Problem. Wer hupt denn hier?
Das war mir wieder klar. Ich denke, der nächste, das wird gehupt. Ja, auf jeden Fall. Da gibt's auch noch einen Pfund zurück. Warte mal. Der hat ja auch bei Geburtstag. Denn ist Papa Rainer dran. So, Marc, wie sieht's aus? Wie weit seid ihr noch da? Ja, und die Serpentinen? Die ist noch vor euch, oder? Ja, da war ja nur noch eine kleine, ne, Serpentin. So einmal rechts und einmal links rum. Einmal links und einmal rechts rum, so. Ich muss sagen, Rainer macht das ja sehr, sehr gut. Ja, nee, das wollte ich nur wissen. So, der Konvoi erhöht die Geschwindigkeit auf 55 km/h. Sagst du mir gleich, wenn du auf 55 bist? Ja, ich habe jetzt einmal 45, jetzt habe ich 50. Hat er gesagt. Ja, aber Silvio fährt nicht 55. Noch nee, weil ich ja, nicht abholen musste. Ja, ich sehe es, weil du... Warum erhöht er vor der Stadt denn noch 55? Bitte wenden. Ja, du willst ja nach Akuguna. Wow. Jetzt ist mein Tempomat auf 55. Achtung, von rechts kommt einer! Ja. Das ist ein... Aua! Sorry. Normalerweise hätte der warten müssen. Ja, richtig. Der ist einfach reingezogen. Der kommt von rechts. Report machen. Ich hab keinen frei. Konnte ich nichts für Silvio. Alles gut. Ich hab nur gesehen, da kam was Weißes von rechts. Was Weißes von rechts? Naja. Jetzt ist auch in den Holger der Information an alle. Wir haben etwas über die Hälfte schon geschafft. Oh Gott, ich gerade noch auf der Bremse stande. Bist du auf 55? Ja, Achtung, wir haben einen gepflegten Überholer im Konvoi. Ich also weiß. Dort bitte Moment sehr vorsichtig sein. Etwas schneller. So, falls ihr euch touchiert oder so, ja, und ihr euch sicher seid, dass er schuld ist, dann bitte reporten. Auf den Hand frei. Da überholt den Holger heute. Jo, ich sehe ihn. Ich fahre 60. Okay. 55 bin ich jetzt. Okay, ich gehe auf 60. 60 ist eingeloggt. Mein Herz ist gerade mir in der Hose gelutscht. Was? Auf deutsche Übersetzung bitte. Achtung, Eisfläche, Achtung, Eisfläche. Mein Herz ist mir gerade in die Hose gerutscht. Vor Schreck. Sei froh, dass nur das Herz war. Jetzt stellen wir vorhin, der Kupferbolzen rausgekommen hat. Das hätte ja komisch ausgesehen. Oder der Magen. Boah, schreckt natürlich. Das war geplant, das waren die Gelbwesten. Da kam ja gerade mit Gummi rausgefahren, statt mal langsam ranzukommen. Ja, Reifen sind halt aus Gummi. Ich meine den LKW. Haben wir ja gerade mit Gummi rausgerauft. Um das Ganze mal ein bisschen spannender zu machen, wenn wir die nächsten Serpentinen jetzt mit der momentanen Geschwindigkeit von 55 km/h nehmen. Bitte gleich natürlich eure Geschwindigkeit selbstständig an, wenn die Kurven zu eng werden. Aber ich glaube an euch, ihr seid ja alles gute Fahrer. Boah, gute Fahrer? Naja. Wovon träumt er nachts? 50-50%. Aber Einsicht ist doch der erste Weg zur guten Besserung, oder? Wenn's Eis ist? Nee. Prost, Holger. Ich war das nicht, nur zur Info. Ich höre ganz Zeit irgendwelche Stimmen im Hintergrund. Ach, die Flöhe husten. Ah, hast du wieder Harvey zu Besuch oder was?
Ich habe immer Harley Davidson da. Harvey, nicht Harley, Harvey. Also Harvey, so. Jetzt nicht ich und mein Freund Harvey? Achso, ja, okay. Oh Mann, ey. Ich hab grad schon rutscht der Dreckmesser nach. Und wenn's nicht rutscht in Vaseline, dann rutscht Steller. Da hört gerade die Flöhe wieder husten. Solange nur die Flöhe sind. Was werden denn schlimmer? Silvio? Ja. Hast du mit 55? Ja. Gut, dann bleibe ich auch auf 55. Ja, ich bin auch auf 55. Ich weil auch. Jan hat ja gesagt, ich soll mit Tempomat fahren. Ist auch viel entspannter. Oh. Nee, manchmal. Ich will ja was zu tun haben für meine Finger, sonst schlafen die ein. Weil ich fahre ja alle mit Lenkrad. Ich hab noch so ein paar Finger, die sich bewegen. Hast du ja noch deine Füße? Naja, die möchte ich aber nicht so nah in den Mund nehmen. Die Lücken bitte wieder selbstständig schließen. Danke. Und jetzt geht's da gleich rechts hoch. Jetzt gibt's gleich richtig schön Spaß. Da kann man dann aber nicht mehr mit 55 fahren. Richtig, da denke ich mal wieder auf 40 gehen. So wie ich Rainer kenne. Hier rechts ist eine Geheimstrecke. Achtung, am Ende der Straße, hier müssen wir rechts abbiegen. Leider nur zur Info, da ist die Straße nicht zu Ende, da geht's dann geradeaus weiter. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist nicht das Ende der Straße. Ja, nee, also bei der nächsten Gelegenheit rechts abbiegen, so. Ja, die Idee. Bremse. Ja. Oh, ich gehe wieder auf 55. Ich wollte gerade zu die Ilka sagen, aber Nicole, ich glaube, das geht nicht lange. Was mit der Ilka? Egal, sagt 88. Flasche, komm mal zu mir. Hab Dorsch. Seh die Flasche, aber die kommt nicht zu mir. Ich fahre aktuell weiter mit 55 km/h. Die kommt aber nicht zu mir. Na, meine Flasche die steht links neben mir, aber ich komme nicht dran. Na, ich auch nie. Die steht vor mir. Ich hab mein Bildschirm wieder auseinanderstehen und da hast stehen du nicht deinen Mann, der die Flasche hebt? Ne, ich sitze dann ganz einfach auf. Das war ein Schatz. Achso, ihr seid in getrennten Räumen. Ach schön. Ich in der Küche. Er ist Schlafkuchen. Ist das hier Eis oder ist ja die Straße nur so uneben? Das ist Schotter. Also da kann ich mit 55 weiterfahren. Ich bin eingeloggt. Bei mir ja, auch. Ich hab auch 56. 55, 56, das wechselt sich so. Ist das lustig. Hab meinen Fuß schon auf der Bremse, falls was sein sollte. Ja, da kommt gleich eine Kurve, Nicole. Ich bin jetzt ganze Zeit 55 gefahren. Hab noch kein einziges Mal gebremst. Ich auch nicht. Holger ist vor dir, der bremst so gleich für dich. Na. Ich bremse doch nicht nur für Katzen, dann soll ich für Nicole bremsen? Ist aber ein bisschen blöd, oder was? Da hörst du es. Du bremst nicht für Katzen? Ich? Ne, im Gegenteil, da hau ich nochmal das Gaspedal drauf. Da bin ich sie ja erwischt. Warum so ein bisschen Katzenragout? Warum nicht? Muss auch rein und auf deinen Katzen aufpassen, wenn du bei Katzen die bremst. Nee, kein Stück. Ja, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute Nachricht ist, wir haben noch 300 Kilometer. Tatsächlich, nur noch 300 Kilometer. Die schlechte ist, gleich wird es mal interessant und schwierig.
Meine Kilometer sind für 5300. Oh, Achtung, hier liegen Felsblöcke auf der Straße. Nicht Felsblöcke, sondern Eisblöcke. Eisblöcke. Steine. Aus wie Steine. Oh ja. Einfach drüber fahren. Ja. Mit Schwimmen. Achtung, die nächste Kurve hat es wieder in sich. Dort bitte vorsichtig. Da nicht mit 55 rumknallen. Okay. Ich bremse dich mal. Und wie gesagt, Achtung auf die Fels. Hi Tim, grüß dich. Auf die Eis. Brocken achten auf der Straße, fahrt da nicht direkt rüber, fahrt am besten dran vorbei. Servus, Tim, grüß dich. Der soll nicht schneller fahren, Jan? Bin ich hier zu langsam? Achtung! Oh! Ah, Evil! Mann. Hat der Achtung gesagt? Ja, ich hab's gemerkt, kam zu spät. Dort, nein, seine aus dem Weg. Ja, war ich noch nie. Nee, schon. Ich ja, vorher auch schon mal. Jetzt. Ich fahr wieder mit 55. Ich auch. Ich lock auch gleich wieder 55 ein. Sind die jetzt weg, die Blöcke da, die? Ja, das hab ich jetzt keine mehr gesehen. Dann ich bin wieder 55. Wenn der Evil auch auf 55 ist. Ja, ja. Na, Hose runter. Bitte nicht. Wenn er mir das Angebot doch schon macht. Bitte nicht. Aber bitte, wenn ihr einen Channel wechselt. Nimm mal 50. Da häng ich einen Holger hinten dran. Oder der Holger wirft seinen Anhänger raus, dann häng ich mich hinten dran. Anhängerkupplung. Da kann ich mich hinten dranhängen. Kann ich die Beine in die Luft hängen. Und mich ziehen lassen. Herr Holger? Wie, bitte was? Bitte was? Schmeißt du eine Anhängerkupplung raus? Ich hänge mich dran. Was? Ich mich dranhängen an deinen LKW. Das aber sehe ich aus wie ein Abschleppwagen, oder was? Ja. Steht bei mir ADAC drauf? Ja. Silvio! Jetzt fahren wir wieder rechts. Hast du es auch auf 50? Ich bin gerade nicht, ich musste bremsen haben. Okay. Jetzt lock ich es wieder ein. Wegen mir? 55. Ja. Nee, ich fahre jetzt erst um rechts um die Kurve und dann lock ich wieder 55 ein. Aber nee, ich muss bremsen. Ja, sag ich ja, da kommt eine Kurve. Ja, 55 jetzt wieder. Oh, Holger, sei doch nicht so. ADAC. Der bremst dich für Katzen. Was soll er nicht bremsen? Er soll mich was dran machen. Achtung! Bitte wenden, sie fahren verkehrt. Ja, du willst ja nach Spanien. Ist ja auch die falsche Richtung. Hab ich nicht drauf geachtet. Hab ich wahrscheinlich ein bisschen falsch gemacht. Und außerdem, Nicole, für zweibeinige Bunnies bremse ich auch nicht. Da gebe ich sogar nochmal Gas. Och, Menno. Ja, weil ich brauche langsam mal eine neue Kühlerfigur. Ich habe auch noch nichts Passendes getroffen. Warte mal, soll ich mal stehen? Stell dich gleich mal vor mir, dann hast du eine schöne. Ach, hallo, Holger. Ja, Silvio. Ist gerade etwas nicht mehr sympathisch. Stimmt mit dir, ne? Also, heuer. Verlass. Warum so ein Hasenpfeffer, so ein Hasenragu? Warum nicht? Oh, ich sehe schon das Ziel auf der Fahne, auf der Karte. Ich, ne. Ich schon. Ich drück nur
nur die M-Taste, dann sehe ich die Fahne. Sehr schön. Kurze Frage, Holger. Abschlussbesprechung, ich habe die letzten dreimal gemacht. Ich würde heute gerne aussetzen. Nö, ich lasse Silvio heute mal wieder machen. Okay, super. Kein Problem. Sofern Silvio möchte. Ja, nicht zu wollen. Ansonsten, ich habe da noch ein anderes Opfer im Auge. Nur dann nimm das andere Opfer. Okay, Jan, du bist fertig. Ja, Achtung, es kommt jetzt wieder Glatteis. Eisstrecke. Oh, haben wir wieder Eisschnee. Ja, was wird das glatt? Ja, 50. Okay, dann fahre ich auch 50. Na, ich gehe jetzt. Ich glaube, an den Berg werden gleich wieder einige, glaube ich, hängen bleiben. Ich habe schon wieder ein Gefühl. Ich muss bremsen. Konvoi verringert die Geschwindigkeit auf 35 km/h. Ich musste wieder am Berg bremsen. Sorry. Alles gut. Meiner ist runtergerutscht mit Achtung, Tempo. Runter 35. Achtung, ich bremse. Achtung, runter 35. Aber ihr könnt doch nicht bremsen. Komm, gib Gas. Ich fahr mit Automatik. Wer den Bärhügel hier nicht richtig hochkommt, empfehle ich euch, rechts am Rand so dicht wie möglich an diesen Schneeverwehungen ranzufahren. Kannst du ruhig überholen, Jan. Ich brauche ein paar Minütchen. Oh, Alter. Oh, 8 km/h. Oh, Achtung, Schatz. Ja. Bremst du wieder am Berg. Fahr grad 17 km/h. So, jetzt nochmal für diejenigen, die den Berg nicht hochkommen. Wenn ihr sowas habt und ihr kommt den Hügel nicht hoch, ihr habt rechts die Leitpfosten, sprich diese Leitstangen, die gelben, fahrt so dicht wie möglich rechts da dran an vorbei, damit eure Antriebsachsen Grip auf dem nicht befahrbaren Schnee kriegen. Falls ihr jetzt denkt, das ist 2.49 Uhr hier im Spiel und die Sonne ist zu sehen, das ist vollkommen richtig in Island, weil da geht die Sonne nämlich fast nie unter. Komm, gib Gas, LKW. Ich bin da irgendwie jetzt... Wie will du stehst? Das ist mit einer der wenigen Kontinente, wo du halt viel Sonne hast. Aber auch dementsprechend Kälte. Ach, hinter dem Schnee gleich Eis. Ach, die Sonne. Irgendwas bin wieder hinter dir. Jo. Au! Ich bin hinter dir. Evil, was versuchst du da zu machen? Ja, steh gleich. Ich hab ein bisschen Angst. Hey, du da hinter mir, rufst du mich an oder aus? Ich dachte, Jan ist hinter mir. Nee, Evil, ich bin hinter die ganze Zeit schon. Nee, wenn du es Jan gesagt hast, dann soll ich überholen. Er wollte, glaube ich, überholen. Und dann hat man LKW gemerkt, oh, ich kann doch Gas geben. Ach so, okay. Er war quasi die Hälfte, hat er ja schon geschafft gehabt. Silvio, erklär doch mal bitte den Holger, was es heißt, wenn er mich duzt. Was dann passiert? Hey, warum gibt's die Vorbilder so hier? Ja, was denn, Silvio? Achtung, wenn du mich nochmal duzt, hab ich doch eine Delle in der Gewürzgurke. Achtung, Gegenverkehr. 2 Stück. Achtung, Gegenverkehr. Danke, Holger, für die Info. Ah, geht's bergab, deswegen. Ich gebe kaum Gas. Braucht doch nicht, geht ja auch abwärts. Vorsicht! Ich steh. Ja, ich hab bremsen müssen, weil ich Holz steht. Ja. Oh. Ich bin zu schnell runtergefahren, deswegen. Nicole, das kannst du mit uns doch nicht machen. Warum? Oh, wir sind Männer. So, dann bitte den Basti überholen und dann voran kommt. Soll ich das mal gleich wissen, Mann? Warum hörst du das Funk? Den Funk da rausgemacht. Justin, soll ich das mal gleich wispern? Ich höre den aber auch gerade. Ja, weil der Rainer wispert. Und funkt. Achtung, ich glaube Gegenverkehr. Aber, Holger? Ja? Was mir gerade einfällt, ich habe doch letztens, habe ich dich doch gefragt wegen dem Funkgerät, das habe ich doch gesucht in meinem...
Ja. Jetzt sehe ich das, das muss ja ein Anzeigefehler sein. L&L für letztens definitiv nicht da. Jetzt hängt es für mich oben, jetzt sehe ich. Ja, das kann ab ja, und alles zu gut bei, euch, bei oder? Dem neuen MN war das, ne? Ja, ja. Ja, das kann beim ja, neuen deswegen. MN ab und zu passieren. Aber zu, läuft wenn du dich einloggst und es sind zu viele LKWs da, dann ploppt das Funkgerät irgendwann später erst auf. Ah. Das ist ein Anzeigebug, ist das. Also ist also war das letztes wirklich. Ja, jetzt sehe ich es ja offensichtlich, das ist definitiv nicht da gewesen, wo ich das gesucht habe. Ja. Hm. Ja, ist ein Anzeigebug. Ich habe dann nämlich auch nochmal nachgelesen. Kann passieren, muss nicht immer, aber es passiert meistens dann in den Fällen, wenn du dich einloggst. Das sind halt eben, wie gesagt, zu viele Spieler noch in deiner näheren Umgebung. Oh. Dann kann es sein, dass das CB-Funkgerät bei dem neuen MN noch nicht angezeigt wird, sondern irgendwann später ploppt das U plötzlich auf. Wie viele Kilometer haben wir noch? 155. Oh. Gut. Aber es kommt noch mal eine schöne Passage gleich. Oh, geiles Foto, ey. Und das können wir können keins machen. Warum? Du kannst doch gleich zurückfahren. Ja, dann ist aber die Sonne weg. Genau. Dann wartest du halt 24 Stunden, dann wird's wieder hell. Och nee. Ach, ist schön, dass du mir das alles erzählt hast, Holger, aber ich habe wieder nur die Hälfte verstanden. Ja, ich weiß nicht, es greift bei dir irgendwas ein, was dein Mikrofon runterzieht. Ah, die Lautstärke wird automatisch gedrosselt. Nein, definitiv nicht. Also das kommt nur bei dir. Also ja, ich bin jetzt bei OBS, kam heute ein Update auf 29.1. Mein Rad ist da immer als Techniker, schmeiß weg auf neu. Wie tut man eigentlich Kamera knipsen? Oder so von Computerfachmännern, die denn überhaupt keine Ahnung haben. Denn die Aussage, ich habe zwar nicht so viel Ahnung, aber ich würde es erstmal mit dem Format C versuchen. Übrigens, du. Na, ich sage, ich rede jetzt nicht über Wolga am Stream, ist aber naja, du also denken, wenn was ich sage. Ja, wenn du mal überlegst, ich tue meinen Rechner im Jahr bestimmt 6, 7 bis 8 Mal neu machen, tatsächlich. Rainer, willst du einen Look dafür? Also alle 2 Monate. Richtig. Kann man sagen. Nee, das tue ich mir nicht an die Arbeit. Ich würde mich nicht einmal muten für meine Abschlussrede? Nö, eigentlich nicht. Nee, für nichts. Ach, lieber Himmel. Ja, schon lange nicht mehr gehört den Namen. Ach so, ja, stimmt. Ja, das kenne ich aber eigentlich von nicht von Phoenix, sondern von wie heißt denn der andere? Achtung, Eis. Nachrichtensender. So ein amerikanischer ist das. Ja, ist auch egal. Was haben wir denn für eine Durchschnittsgeschwindigkeit? 35 ist vorne immer noch angesagt. 35, okay. Dann versuche ich 35 einzuloggen. Naja, habe ich das. Ich glaube, Nicole fährt momentan nicht ganz 35. 30, oh, wir weil ich gerade den Berg hochkomme. Ah, sagen wir nochmal 5 km schneller. Okay, gut. Das war's dann mit den 35. Nicole, hast du Backsteine geladen? Warum? So. Impfstoffe. Wahrscheinlich hart und verklumpt. Ja. Aus dem Impfstoff ist es mittlerweile Klebstoff geworden. Ha. Dürfen wir die eigentlich nur transportieren? Ist nicht Abfalldatum drauf? Schau mal nach. Ja. Ich nicht gucken können. Was macht ihr da mit dem Mikrofon? Hilfe, ihr macht mir Angst. Ach. 45. Evil 45? Bin ich. Ja. Okay. Dann gehe ich auf 43, oh, damit das passt. Ja, solange ich immer den Nein fahre, ja. Ich gehe lieber das auf 40. Das wird später passieren, das wurde 40 gesagt. Also wenn angesagt 40. Fährst, wollte ich gerade sagen, angesagt ja, ich bin jetzt auf 40. Gut, ich bin jetzt um auf 40. Um ranzukommen. Ach so. Baumberg.
Nicole wieder rankommen. Alles klar. Ha ha ha. Wie Nicole, du willst rankommen, du warst auf dem Berg. Dann lass doch eine Lawine rollen, dann bist du schneller. Lass die Bombe platzen. Ah, schön. Später. Eine etwas schmalere Brücke. Schade, kein Gegenverkehr. Microphone muted. So, meine Freunde von Robin TV. Hey, stopp! Was denn du? Ich habe ein Problem. Was denn? Mein Spiel minimiert sich immer wieder. Austappen, reintappen. Ja, mache ich ja, aber das minimiert sich immer wieder. Komplett minimiert oder hast du verkleinert das Bildschirm? Nee, wenn ich wieder reingehen will, ist der Bildschirm wieder weg, dann sehe ich wieder TS. Auch wenn ich über die Tastleiste anklick. Jetzt geht's wieder. Ich wollte gerade sagen, Notfallzahler rechts ranfahren. Ja. Ich fahre jetzt hier alle an mir vorbei. Nicole, leider. Nicole, ich bin jetzt hinter dir. Bitte nicht so zaghaft. Danke. Mal gucken. Mit 240. Microphone activated. Nee, ich bin jetzt auf 39, 40, damit ich die nicht hinten raus rausche. Microphone muted. Was war denn jetzt los? Okay. Danke. So, wie gesagt, wir haben jetzt die letzten 88 Kilometer. Ich hoffe, euch hat der Konvoi gefallen. Ihr habt es ja auch mitbekommen. Ich habe heute auf OBS 29.3 Bist du jetzt im Mark 2.0? Alter, wirst du wieder frech werden, Kapo, oder was? Ja, wieso Kapo? Ich hätte so die. So, Achtung, es kommt wieder Glatteis jetzt demnächst. Achtung, Eis. Ah, das klingt besser. Wieso nö? Ah, ja. So hat es ein Leck von über 300 Metern. Jetzt muss ich halt vorsichtig fahren, da bei der L&L. Und Marc hat einen Abstand schon von 200, ne? Also. Nicht, dass ich in den Rhein fahre. Nee. Also geh mal von der WLAN-Leitung runter, du. Sehr schön. Haben wir es ja gleich geschafft. Werde ich auch ziemlich zügig gleich das Video beenden. Weil umso länger das Video ist, umso länger dauert es hochzuladen, umso länger dauert es zu verarbeiten. Ja. Tempomat auf 41. Aber Holger? Ja. Weißt du, woran das liegt? Weil manchmal habe ich auch mal ETS nur mit der Titelleiste oben und manchmal minimiert sich das komplett. Oh nee, das kann viele Ursachen haben. Kommt da jetzt ein paar Mal auf die So, 55 Kilometer noch. In der Tastleiste draufgeklickt und das hat sich immer wieder minimiert. Das kann viele Ursachen haben. Ein Virus. Nicht zwangsläufig. Ein Virus, der sagt, nein, du darfst jetzt nicht mehr weiterspielen. So, und wenn wir dann gleich am Zielort angekommen sind, dann fahrt ihr bitte auf die Firma drauf, schmeißt euren Trailer weg oder stellt ihn an der Seite oder gebt ihn ab, wenn ihr eine Fracht mithaben solltet, dahin. Damit wir uns nochmal beisammen rücken können für ein gemeinsames Foto. Microphone activated. Kurze Frage, Holger, das ist jetzt bestätigt mit dem. Ich wollte mich eigentlich mit euch hier alle auf den Steg hier links, rechts hinstellen, aber habe ich mir gedacht, das wird ein bisschen eng vielleicht. Enge Gemenge. Enge, da wird's kuschelig. Wird's warm? Microphone activated. Ich sag mal so, eng ist gemütlich. Genau. Bei der Asphalt King.
Deswegen haben wir immer Damen dabei. Microphone muted. Warte mal, warum? Wenn man zusammenkuschelt? Sauerstein muss auch reden. Nicht nur drücken. Das nervt. Achtung, hier kommt so eine beschissene S-Kurve. Ach so, Robin, willst du immer reden? Bremse! Achtung, Eis voraus. Nein, Schnee, kein Eis, Schnee. Schnee ist nicht so schlimm. Oh, schleppt euch wieder am Arsch. Thorsten, hast du schon aufgehört? Hat Thorsten überhaupt noch? Ich glaube, Thorsten ist weg, der antwortet nicht mehr. Der ist aber gemutet. Er ist höchst genau. Konzentriert. Wenn ich die Strecke dann nochmal nach vorne, dann tue ich mir die kürzeste Strecke leicht wieder runter. Oder schmeiß ich weg, mal gucken. Hier gibt's nur zwei Wege runter. Entweder nach oben oder unten rum. Ich weiß noch nicht. Nicole, das ist schon die kürzeste Strecke, die wir gerade fahren. Ja, oben rum ist länger. Und bis nach Spanien runter, das ist ein halber. Dann schmeiß ich weg. Ja, ehrlich, ja, wieder, keine Ahnung. Achtung, hier oben nicht, rechts an der Tanke steht jemand. Darauf achten, aber losdüst oder nicht. Wir biegen links weg. Warum willst du die wegschmeißen? Fahren wir links. Weil ich nicht, ich hab die Strecke geschafft bis runter. Ja, fährst du mal schon weiter? Ich hab mich jetzt noch eingestellt, mit dir da runter zu fahren. Okay. Ich will es wissen, ich arbeite okay, dann ja, nicht hinten rein, dann geht's ab. Hier, dein LKW soll noch kein Boxspring spielen. Weil der gerade über die Schilder drüber gesprungen ist. Ja, ich hab die Kante ein bisschen mitgenommen, alles gut. Ah, vielleicht macht er gerade eine Sporteinlage. Na, es klappt auch. Aber nicht nur Sportautos, auch Sportauflieger. Ha. Die Strecke habe ich tatsächlich noch grau, ja. Ich auch. So, letzten 21 machen Kilometer. Machen Sie eine Kehrtwende. Ja. Sagt er die ganze Zeit zu dir. Ja. Weil ich nie richtig aufgepasst habe wegen Kopieren. Hast du die männliche oder die weibliche Stimme? Männlich. Ich auch. Achtung, hinterm Tunnel glatt. Was ein Blatt liegt hinterm Tunnel? Glatt? Ach so. Empfehle mal zu der Firma Kindle zu gehen. Die haben aktuell eine Aktion laufen. Das nennt man Hörgeräte umsonst. Umsonst? Ja, ich würde mal hingehen. Vielleicht hast du Glück. So weit ist es bei mir noch nicht. Ich glaube, das war nur... Marc, wo muss ich denn... Achtung, ich halte an. Muss ich hier geradeaus weiter an der Kreuzung oder wo muss ich lang? Achtung, stehen. Ach so, ja. Ach, das ist ja geil, da ist das der.
Wie bitte nutzen Sie die rechte Straßenseite? Wieso steht das da? Der. Rechte Straßenseite nutzen, wenn Gegenverkehr kommt. Das heißt, dann sollst du in die Einbuchtung reinfahren. Ach so. Ich dachte, da war zwischenzeitlich mal Linksverkehr. Und du hast Führerschein? Ja, ja. Alter, mittlerweile wage ich es aber arg zu bezweifeln, ne? Naja, aber wenn... Sonst steht das immer, wenn man zum Beispiel von Großbritannien nach Frankreich kommt im Navi. Ich hab immer gedacht, den Führerschein gab's nicht in der Baumschule. Ich bin gerade nicht mehr so sicher. Wer weiß, ob sie da nicht was Neues eingeführt haben. Ja. Naja, aber beim Führerschein. Achtung, hier ist Kollision. Lerne ich nicht mit dem LKW-Anhänger rückwärts einparken. Damn. Ach, die Firma hat Kollision? Ach du Scheiße! Stell ich denn jetzt meinen Trailer hier hin? Was wollen die hier, Herr? Ich habe gar keine Frage. Ach so, ja, ich weiß aber auch keine. Sehen wir, wo steht ihr denn? Ihr fahrt ja vor der L&L, oder? Ja. Ich würde sagen, wir stellen uns hier ganz vorne hin, wo ich mich jetzt gleich hinstelle, weil da haben wir rechts und links gegenüber Platz. Hier ist ja Kollision, ich baller meinen Anhänger gleich hier hin. Alter. In der Hoffnung, dass ich hier dann irgendwie wieder rumkomme. Oh, weia. Kannst du meinen daneben stellen? Hier hinten ist Kollision, wo ich ja, bin. Ja, ich rede ja mit dem Holger gerade. Hast du Fracht mit? Ja. Bist du hier her? Die muss noch nach Spanien runter, die Fracht. Achso, dann empfehle ich dir, da hinten neben den weißen Container deinen Auflieger abzustellen. Da, wo der weiße steht. Geradeaus, weiter bis zum Ende durch, einmal komplett wenden und dann da beim weißen Auflieger. Was ist denn das? Puh. Wo steht ihr denn, dass ich mich zu euch gesellen kann? Ich steck grad nicht durch, weil ihr noch rumrollt. No, ich steh grad nicht durch. Guckt euch mal oben die schönen Paula-Lichter an. Hier ist noch Collision. Seid ihr da um das Gebäude rumgefahren? Ich sag dir gleich, wo wir sind. Warte mal eben, ich muss erst mal selber gucken, wo Rainer steht. Weil ich sehe euch zwar... Ah, hallo Holger. Guten Tag. Kann ich den Anfang rechts? Ich hab keinen Bock mehr. Ah, hier vorne. Oh, du. Ist hier Kollision? Nee. Nein, hier ist nur Kollision. Kacke hier hinten hinzustellen. Was denn? Geht doch. Ja, und wie soll ich vorkommen? Nee, warte. Ein Stück zurück, bitte. Jetzt nee. Nö, Rainer kommt ein Stück vor. Oder so. Hä, wer war das jetzt? Ach so. Kann ich mich da nicht reinstellen. Genau, die Trailer bitte wegschmeißen oder hinten irgendwo hinstellen, falls ihr hier noch eine Fracht dran habt. Oder einfach abgeben die Fracht. Und dann reiht euch mal hier mit ein. Mann. Hui.
Abend mit meiner Enkel. So, ich bin mal ganz kurz AFK. Ja. No. Wo steht ihr jetzt überhaupt? Ha, haben wir es doch noch geschafft. Ja. Und damit? Rückwärts einparken ist nichts für mich, aber... Ciao mit V, Robin. Tschüss.